Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 1. In der letzten Folge sind wir ganz schön unter Beschuss gekommen und konnten wir jetzt entfliehen. Und wir gehen hier wieder mal auf eine Windmühle hoch, denn zum Scharfschützengewehr haben wir von da oben eindeutig einige Vorteile. So, hier hoch. Was haben wir hier? Ein Feldhandbuch. Na, gehört schon uns. Sehr gut. 1 von 5 gefunden. Wow. Ah, hier gibt's noch eine Kiste. Öffnen. Was ist denn hier drin? Ha, unser Gewehr. Mit mehr Schuss. Hihi, sehr gut. So, jetzt legen wir uns wieder hin. Wir haben vorher mit Reins schon kurz hinunter geguckt, wie viele Leute wir da sehen. Dort stehen zwei. Da steht einer. Irgendwo war noch einer. Waren das nur die drei? Und da drüben ist noch einer. Da drüben stehen auch noch welche. Eieiei, das könnte nun spannend werden von hier oben. So. Stabiles Zielfüllrohr L3. Was war das? Ja, das war eine stärkere Kanone als was wir haben. Ja, und somit liegen wir am Boden. Panzerkrieg ist kein Krieg, es ist ein Gemetzel, sagte ein Unbekannter. So, wir gehen hier mal hier hoch. Wir waren gerade hier, so. Ich weiß, dass hier auch welche sind von diesen Typen. Deswegen laufen wir hier mal vorbei. Benutze ein Fernglas, um Feinde zu entdecken. Ja, ich weiß, dass hier Feinde sind. Wir wechseln mal die Waffe. Und wir laufen hier hoch. Zu dieser Windmühle. Ist, glaube ich, gescheiter. So. Schneller, schneller, mein Freund, schneller. So. Hier sind wir mal. So, gut. Jetzt gehen wir hier hoch. Ich bin das Ganze von hier zu erledigen. Ist wahrscheinlich einiges wiefer ist von dort, wo wir gerade waren. Denn von dort sehen wir dieses Feldgeschütz nicht, oder was das war. Und dies würde uns wieder kräftig den Spaß verderben. So, wir haben hier nochmal so eine Waffe, oder? Natürlich. Natürlich nehmen wir die. Hat er mehr Schuss? Hä? Hey. So. Da hinlegen. Gucken wir uns mal um. Hier stehen zwei. Hier unten steht nur einer. Den holen wir uns mal, würde ich gesagt. So. Und tschüss. Der ist in Alarmbereitschaft. Das heißt tschüss. Der weiß, wo wir sind. Da ist noch einer. Sehr fies. Daneben. Schade. Wo läufst du denn hin, mein Freund? Daneben. Wo möchtest du dich denn verstecken? Hier. Ja, das ist ein gutes Versteck. Zack. Daneben. Wie geht das? Peinlich war denn der Schuss gerade eben. So, der ist weg. Einen gibt's noch, oder? Oh, falscher Knopf. Na, ja, du bist doch gerade über die Mauer gesprungen, der Freund Hase. Da ist er ja. Ach, ganz falsche Waffe. Und tschüss. Kleiner weniger. Gibt's jetzt noch einen? Also. Ach Gott, da gehen wir den falschen Knopf. Wir zoomen auch, nee, gell? Schade. Ja, ich glaube, das war's hier mal, ne? So, mal verwechseln. Puh, gut, gut gegangen. Gut gegangen zum Glück. Ein Absturz hätte uns jetzt das Leben gekostet. So, schauen wir mal hinunter.
verwechseln. Dann gehen wir alle in dieses Dorf zurück. Wir mussten ja leider diese Szene von vor beginnen. Wir waren ja schon in der letzten Folge soweit. Jedoch hat es da kleine Probleme beim Speichern gegeben. Ja, soll nichts Schlimmeres passieren, finde ich. Somit. Ein Gewehr der Infanterie. Nein, ich will kein Gewehr. Ich hätte lieber meine schöne Pistole hier. Ist mir lieber. Ja, Waffen gibt es hier genug. Waffenstationen haben meine eigenen mächtigsten Waffen des Schlachtfelds. Okay. Ja, du liegst cool da. So, wir brauchen aber hier Zündkerzen. Was ich weiß. So, Zündkerze. Hier gibt es keine. Ja, die habe ich dann schon. Okay, dann musste ich nur noch die Leute nochmal niedermetzeln. Ne? Das ist aber nett. Ach Gott. Na gut. Na, wenn das Speichern halt nicht so funktioniert, wie es soll, dann muss man halt schauen, wie man weiterkommt. So. Hier der Turm ist schon zerstört. Die da drüben würde noch stehen. Das heißt aber, wir gehen in die zerstörte. Aus einem einfachen Grund. Hier können wir nicht so tief fallen wie vorhin. So, rennen wir uns. Stört uns auch nicht, wenn wir nicht so hoch sind, denn ja, wir könnten von hier aus feuern, okay. Das wollen wir aber nicht. Wenn dann. Also, höher geht's eh nicht. Okay, wir können uns eh nur hier hinlegen. Waffe wechseln. Und mal gucken, was wir machen. Unten steht nämlich so ein Freund Hase, den holen wir uns gleich. Und weg. Der ist nun mal Geschichte. Da hinten ist dann ein Aufruhr. Oh, da gibt es ja noch mehr. Okay, der hat einmal die Waffe im Anschlag. Dürfte nun hier vorkommen. Das ist gut, das ist sehr gut. Das heißt. Der liegt auch. Ach, geh weiter. Hallo. Geh doch vor. Verdammt. Genau. Der ist auch weg. Der ist weg. Ja, sie sind in Alarmbereitschaft gerufen worden, die Leute da unten. Eindeutig, aber. Stört uns ja nicht. Hopsi! Was ist denn hier passiert? Was ist denn nun hier passiert? Das darf nicht passieren. Dass ich hier einen Abflug mache. Oh, ich bin davon gerobbt. Ups. Falsche Taste. Dann halten wir uns mal wieder am Laufenden. Das sind jetzt zwei, das ist schlecht. Denn wenn ich auf beide schieße. Gut, der eine weiß da hinten Bescheid. Fuck! Der hat das gesehen. Ha! Der ist weg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, da hinten. Ja, da ist ein Lautsprecher. Okay. Die schießen mal nicht auf meinen Turm. Oh doch. Kacke. Weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Ducken. So, wir laufen mal hier runter. Wir haben hier noch nicht mehr viel Munition, wie ich sehe. Das ist für uns sicher ein Nachteil, aber gut, wir haben einige ausgeschaltet. Das ist ja nicht schlecht für mich, also für meine Verhältnisse. Ja, finde ich auch, Freund. Der ist weg.
So, ich bräuchte aber Munition, das ist schlecht. Denn... So. Steht nur dort hinten, okay. Das heißt, wenn ich hier geduckt vorgehe... ...den Köder werfen. Ne, wir wollen jetzt keinen Köder werfen, wir wollen Munition abstauben. Was hat denn der da? Tolles Gerätschaftel. Ich will keines, welches uns gefällt. So, der ist da unten. Ah, da oben sieht uns, glaube ich, einer. Okay, 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 hab schon kapiert. Ich habe schon kapiert. Könnte ich eigentlich da herwechseln? Denn mit dem schaffe ich den auf jeden Fall. Was sage ich? Heute da drüben kommt noch einer. Kann man da mal kurz wechseln, dann sehen wir mehr. Ah, da kommt er. So, noch einer weniger. Nachladen. Ja, ich habe nur meinen Schuss, was ich tue. Das heißt, der müsste sitzen auf diesen Typen, nur falls er rauskommt. So. Geht da hinten spazieren. Okay, ja, der fällt uns hier auf. Da geht noch einer spazieren. So. Wie machen wir das am blödesten? Gehen wir nochmal zurück? Zur Mühle? Ah. Der steht da unten eigentlich recht gesellig. Jetzt nicht mehr. Schade. Könnten wir es nämlich hierher legen? Von hier mal ganz locker da runter schießen. Wo ist er denn hin? Ah, das ist nix. Ist der noch da? Ja. Ah, das war's hier mal mit der Munition. Jetzt heißt schnell da hoch. Schnell wieder zurück ein paar Meter. Denn wir gehen jetzt nochmal. Die andere Mühle. Und dort gibt es ja noch ein Scharfschützengewehr. Genau auf dieses ziehen wir mal ab, würde ich sagen. Jetzt haben wir ein Scharfschützengewehr. Haben wir ein paar Vorteile, wie man gerade gesehen hat. Wir killen leiser und wir sollten diese Waffe hier auch austauschen. Was haben wir hier jetzt? Also die Waffenkiste ist. Ah ja, okay, wir nehmen dich mit. Eine Update-Datei ist verfügbar, sehr gut. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Halt um Zweiben aufzustellen. Was sind Zweiben? Ach, das ist Zweiben. Okay, na nicht schlecht. Das sind mein geiles Gerät. So, wir holen uns hier nur Scharfschützengewehr. Wir werden von hier nicht schießen. Aus einem einfachen Grund, so das Handbuch können wir uns gleich nochmal holen. Na Gott. So, die Kiste ist schon offen, erwischt. Verkackt, so. Wir werden von hier nicht herunterschießen. Definitiv nicht. Schützengewehr. Austauschen. So. Tada, wieder etwas Munition. Und wir gehen wieder bergab. Nochmal zum Spiel selbst, also die Details, die genauen Details im Spiel sind echt der Hammer. Ich kann auch verstehen, dass dieses Spiel nicht für unter 18-Jährige geeignet ist, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ab und zu, ja, also Krieg ist für niemanden lustig, sag ich gleich, ich bin kein Freund des Krieges und ja, ich bin eigentlich auch einer, der nicht gerne Kriegsspiele spielt, aber Battlefield 1 hat es mir irgendwie angetan. Also Battlefield ist für mich eine reine Ausnahme, dass ich das zocke. Normalerweise stehe ich mir auf das nicht so sehr. So, wir kämpfen uns jetzt wohl zu dem davor, also gehen zu dem davor, würde ich sagen. Also etwas abseits der Wege, denn die könnten uns ja doch irgendwann sehen. Sehen wir ihn? Der steht hinterm Haus, oder? Ja, schade. Ja, das war's auch mit dieser Folge schon wieder.
Damit entlasse ich euch mal für diese Folge und hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, wäre es nett, wenn ihr mal einen Daumen hoch, Daumen runter, einen Kommentar hinterlässt oder vielleicht meinen Channel abonniert. Würde mich freuen und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.